Guten Abend. Montag, Lost Odyssey Zeit. Aber wir können auch einen Moment lang der Musik lauschen. Okay, weiter geht's. Lange Rede, kurzer Sinn. Gut angefangene Woche. Angenehmer Tag gewesen, mehr oder minder. Kaffee habe ich auch. Also, was gibt's zu meckern? Ne? Wollte eigentlich Nioh spielen. Aber es ist halt nicht Nioh-Zeit, ne? Ausrüstung. Bin ich voll aus... Ich bin voll ausgerüstet mit Heilungsmedizin. Und? Voll ausgerüstet mit Mana-Kraut. Nichts kann schief gehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Ich gehe mal irgendwo hin. Ich glaube, ich gehe mal zur Eisschlucht. Erst gleich. Und zwar jetzt. Lala. 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 Muss mir echt noch den Dingens... Moment, jetzt geht hier erstmal hier, ne? Hi, Machile. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Heute kein Nioh. Heute Lost Odyssey. Ja, auf jeden Fall werde ich aber tatsächlich nächste Woche während der meiner Urlaubswoche einiges an Streamingzeit sozusagen erleben und auf die Uhr bringen, ne? Lalalala. Jetzt erstmal das Ding hier. Ich hoffe, es geht dir gut. Hallo Medias. Guten Abend. Ich habe heute wieder mal darüber nachgedacht. Wieder mal. Frage ist, Musik zu laut? Soll ich ein bisschen leiser drehen? Für mich ist es okay, aber der Ausschlag hier, ist relativ hoch. Soll ich ein bisschen leiser drehen? Ja. Musik ist etwas laut. Mal gucken, ob ich es hier machen kann. Einstellungen. Nee. Musik min. So. So machen wir mal. Bei mir ist alles klar. Ich habe einen neuen Job. Da ist es etwas stressig. Ah, okay. Okay. Ja, vielleicht gelingt mir es ja auch irgendwann mal, sobald ich meinen Hintern mal hochgekriegt habe. Vielleicht ist es aber auch gar nicht nötig, sobald ich merke, dass doch alles super ist. Ja, ziemlich wahrscheinlich. Ist doch eine schöne Gegend hier. Ich gehe mal hier lang. Hier bestimmt eine Kiste. Aber nein, aber ein Kampf.
Achso, ich habe wieder mal drüber nachgedacht und das aber noch nicht irgendwie geregelt gekriegt. Eine kleine Intro-Zeit am Anfang des Streams zu nutzen. Also vielleicht so 5 Minuten lang Musik laufen lassen, bevor ich mit dem eigentlichen Inhalt anfange. Ich bin immer so ungeduldig. Wäre gut. Okay. Dann ist das jetzt beschlossen. Aber ich glaube, 5 Minuten sollten auch reichen. Weil ich bin zum Beispiel immer, wenn ich in einen Stream komme und oder ich sehe, jemand fängt an zu streamen, weil ich hier die Benachrichtigung kriege. Ja. Und ich komme da hin und es ist, sagen wir mal, 20 vor 6. Und da steht, Start um 18 Uhr. Schalte ich weg. Na? Ja, 5 Minuten. Mehr darf es nicht sein. Ich glaube, jetzt mache ich so. Muss ich bloß darauf achten, dass ich hinterher die Sachen dann auch rausschneide. Aus YouTube-Gründen. Na? Naja, gut. Beschlossen. Zack. Was haben wir denn hier? Danke für die Hinweise, ich mache das so. Keine Element Wasser. Element keine. Sind alle vorne. Hm. Dendoman? Weiß ich nicht. Alles klar. Was wirst du eigentlich nach oder was ich bin? Ich weiß es noch nicht. Also ich bin sicher, dass es noch mindestens 5 bis 10 Streams läuft. Und danach das Star Wars MMO. Ich könnte es eigentlich mal wieder... Ich hätte eigentlich auch tatsächlich... Vorhin habe ich darüber nachgedacht. Ich hätte mal wieder Bock drauf, ehrlich gesagt. Wenn das im Wasser ist. Mit Feuer angreifen, oder? Mal sehen. Ich hätte mal wieder Bock drauf. Das ist Element Erde. Dann muss ich mit Wasser angreifen, glaube ich. Oder mit Luft. Ich glaube mit Luft. Würde mich freuen, das ist klar. Genau, Luft mit Feuer kontern, Feuer mit Wasser, Wasser mit Erde. Und das ist Erde, also mit Luft. Glaube ich. Du machst bitte Schatten. Wie gesagt, ich hätte mal wieder Bock drauf, ehrlich. Perfekt! Yeah. Was? Konter? Das Ding ist weg. Ich habe ja auch noch einen zweiten Charakter, der mal die Story schaffen muss, ne? Schwarze Magie. Also, das Ding ist Wasser. Ich vergesse, dann greife ich Wasser mit Erde an. Weiß nicht mehr, ich greife mal mit Erde an. Ja, mit Erde greife ich mal an. Und du greifst einfach so an. Zack. Der ist schon mal platt! Ja. Ich habe tatsächlich eine Kopfgeldjägerin gespielt. Tatsächlich ja. Und vorher hatte ich einen Jedi-Gelehrten, war es, glaube ich. Oder einen Jedi. Weiß nicht mehr ganz genau, wie es hieß. Auf jeden Fall mit dem habe ich dann mehr oder weniger die Grundgeschichte durchgespielt. Und hab dann den sogenannten Heldenmoment gehabt, ne? Sess hat Geist, Magie, Stufe 5 erlernt, sehr gut. Und, naja,
Mal sehen, ne? Hallo Cassiopeia. Guten Abend. Ich müsste natürlich gucken. Also andersrum gesagt. Nein, nicht andersrum, aber was anderes gesagt. Ich habe ja unter anderem aufgehört, die Star Wars, das Star Wars Spiel im Stream zu spielen, weil ich möchte immer ganz gerne die Sachen, die ich fertig kriege, hinterher auch auf YouTube laden. Und bei den Star Wars Spiel, The Old Republic, ist nämlich jedes Video oder in jedem Video gibt es Copyright Verstöße laut YouTube. Denn alle möglichen Musikstücke, die ich erst rausschneiden müsste, oder alle möglichen Sachen, die ich stumm schalten muss und so weiter. Überall wird, in jedem einzelnen Musikstück wird gemeckert und kann dann mal eben in 240 Ländern nicht gezeigt werden. Oder sowas. Das ist natürlich super ätzend, ne? Und da muss ich irgendwas gegen tun. Oder, eigentlich muss ich nichts gegen tun. Ich muss einfach nur mich anders entscheiden, ne? Zauberkonter. Ach, sieh an. Muss ich lernen. Wie weit ist Keim denn mit seinem Kram? Der lernt... Ach, komm hier. Lernen was Sinnvolles. Zauberkonter. Und Sarah lernt gerade. Stehlen hat sie schon gelernt. Dann bitte auch Zauberkonter. Wie wenig ich aufgepasst habe hier, was? Weiße Magie kann momentan keiner lernen, weil Kug nicht im Dingens ist. Alle lernen sie Zauberkonter. Naja, das war der Grund, also der Hauptgrund, warum ich damals aufgehört habe, weil ich so frustriert war. Weil er nämlich ständig nur um Ohren geschlagen... Uah. Du hast ständig nur um die Ohren geschlagen gekriegt, dass du das nicht zeigen darfst, dass du das nicht zeigen darfst, dass du hier gegen Copyright-Ansprüche verstößt und so weiter, ne? Und ich will mich ja unter gar keinen Umständen da irgendwie angreifbar machen. Das Ding. Raptoren. Feuer. Alles vorne, oder? Ja. Ne, der ist hinten. Feuer. Wasser. Ich habe das Gefühl, die Raptoren könnten gefährlich sein. Unkraut aber vielleicht auch. So, wir greifen mal Raptoren an. Zauber. Schwarzmagie. Feuer. Kontert man mit Wasser. Ne? Einen zweiten Raptor hier. Und du machst bitte anständigen Schattenschaden, ja? Auf alles. Alle irgendwie ein Konter. Ach, nicht, gar nicht. Wir sind einfach nur dran. Du bist dran. Was? Oh, das ist viel. Das hätte man als erstes dran glauben müssen. Virus? Es gibt eine Demo von Detroit. Become Human. Okay. Das ist ja cool. Dann sollte ich mir das wohl mal holen. Ach komm, alle können sie angreifen. Aber bist du in Detroit? Cherubin? Das handelt außerdem nicht von dir, genau. Stufe hoch für Ming. Cess hat irgendwas gelernt und Ming auch. Das Spiel sagt mir nichts. Kann man ganz schlecht erklären, glaube ich. Es ist wohl so ein Spiel, was in so einer Zukunft spielt, die nicht so weit entfernt ist, aber wo wohl
Androiden. Die Androiden oder menschförmige Replikanten, wie auch immer. So teils so künstliche Menschen sozusagen involviert sind. Und wo man wohl ziemlich tiefgreifende Entscheidungen treffen muss. Und die dann hinterher zu verschiedenen Ausgängen führen. Mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das sah aber alles ziemlich cool aus. Ein Blick in einen Trailer würde, glaube ich, ganz schön Spaß machen. Mal sehen. Heavy Rain, ja. Heavy Rain fand ich damals ziemlich cool. Habe ich auch durchgespielt. Macht immun gegen Siegel. Macht immun gegen Gift, sollte mal lernen. Dankeschön, Medias. Gelbes Band macht immun gegen Lähmung. Mir fällt gerade ein, ich müsste eigentlich eine Fähigkeit mal bei Sarah aktivieren. Geistmagie, Engelherz, Anti-Versteinerung. Nee. Anti-Versteinerung nicht, sondern Anti-Siegel. Dann kann sie nämlich noch zaubern und entsteinern sozusagen. Ne? So. Heavy Rain, ja, das fand ich ziemlich cool. Hat aber irgendwie keine Lust, es mehrmals zu spielen. Da hinten ist eine Kiste. Oder sowas. Ja, seine Kiste ist da. Oder auch Mimik tot. Nee, Samen. Hm. Okay. Kann ich hier nicht runter? Why? Heavy Rain, ja. Wie gesagt, ich fand's auch gut. Es hat mir Spaß gemacht. Und war auch ziemlich mitreißend. Aber. Ah, guck mal hier. Ich hatte also wirklich irgendwie keine Lust, es zweimal zu spielen. Weil ich hatte einen Ausgang erreicht, der mir zufriedenstellend war. Und ich hatte keine Lust auf den zweiten. So. Man natürlich auch mal da mal sozusagen verschiedene Leute gewinnen lassen könnte. Ne? Ich will da nicht großartig spoilern. Deshalb halte ich die Klappe mal zu dem Ausgang. Wow, was ist denn da los? Erde. Mhm. Biermod. Trailer ist immer so, naja. Am 24. kommt die Demo in Deutschland raus. Okay. Was ist das? Erde, ne? Erde. Kann man mit Luft kontern, glaube ich. Ja, glaube ja. Mal sehen, ob es stimmt. Ja. Kann man dem irgendwie langsamer? Machen die langsamer. Mal sehen, ob es geht. Style Break, hallo. Das war jetzt nicht so schlimm. Gut. Ich meine, dass er einfach viel aushält. Oh, es geklappt. Nice. Din, din. Behemoth. Machttreffer. Kombo. Ja, komm, machen wir so selten. Warum nicht? Angriffsstärke hat sich erhöht. Nochmal.
Na, okay. Na, dann haben wir nochmal Glück gehabt, womöglich, was? Wer weiß, wie viel Schaden der gemacht hätte. Perfekter Kampf. Keine Gegenstände gefunden. Insofern ist der Kampf nicht perfekt. Okay. Hier ist eine Kiste, aber. Lodernder Rubin. Ich kann mal gucken, was der tut. La. Roter Stein, der ein Gruppenmitglied von Starre heilt. Na gut, okay. Klang so. Das klang so. So geil, aber in Wirklichkeit ist es das gar nicht. So, mal gucken, wo wir hier langkommen. Da ist noch eine Kiste. Und hier rutscht man wieder runter. Dankeschön. Kann man hier hoch? Man kann hier hoch. Noch so einer. Mal gucken, ob der damit auch besser zu Rande kommt. Also mit Nahkampfangriff. Luftar. Du kannst einfach. Na komm, Luftar. Luftar. Der hält echt was aus. Ist für seine Aufgabe, nehme ich an. Jetzt vielleicht angreifen. Ist relativ zügig, nämlich. Einfach mal davon ausgehen, dass es reicht. Und? Kannst ja gar nichts. Böse. Ja. Ja, die Übersetzungen, die waren schon immer ziemlich geil, ne? Eisensand. Mal wieder heilen. Wobei, was soll eine Abkürzung, wo der Punkt genau einen Buchstaben ersetzt, oder? Ja, ist okay. Ling. Das ist okay. So ist gar nicht schlecht. Oblivion. Irgendwann vielleicht nochmal. Maybe. Irgendwann. Wie komme ich denn dahin? Zu der Kiste. Von oben irgendwie. Kann ich ja nicht irgendwie da lang. Hä? Mach mal no, Putano. Nein, dann eben nicht. Dann eben nicht. Aber wie komme ich denn sonst hier weiter? Ich versuche mal der Karte zu folgen so ein bisschen. Natürlich so, jeder Schritt, den ich mache, ist potenziell ein Kampf Auslöser, ne? Dann gehen wir mal hier lang. Hm.
leichte Verirrungs... Erscheinungen hier wieder, was? Das kennt man ja. Ich wollte auch immer noch ein Emote dafür haben. Wofür es kein Emote gibt, das existiert überhaupt nicht. Oder eine Teesorte. Haha, dankeschön. Ja. Ich brauche noch mehr Emotes. Eigentlich könnte ich mal wieder eins malen, aber ist wohl noch, muss ich mal noch genau überlegen. Und ich bin ja auch, sagen wir mal, nur übersichtlich talentiert dafür. Ne? Ja. Ah. Wenn man nah genug an der Wand lang geht, dann geht's auch. Ja. War doch eben. Wo bin ich denn dahin? Niemand weiß es. Doch, ich ahne es. Ah! Nicht aufgepasst, was? Inzwischen weiß ich ja auch, dass es bei solchen Emotes besser ist. Ja. Großflächig zu zeichnen. Ne? Weil das... Also Dinge ist relativ fein gliedert oder ein bisschen filigran geworden. Ich meine, man erkennt es, weil man weiß, was es ist. Unter Umständen. Oder wenn man mit der Maus rüber geht, dann sieht man es ein bisschen größer oder irgendwie was. Ne? Aber ich sag mal, so ein etwas plakativeres Gesicht ist, glaube ich, wäre wahrscheinlich besser. Nächstes Mal kriege ich bestimmt auch hin. So, schwarze Magie. Muss nah dran gehen, ja, genau. Und das nächste, was ich mache, das muss ich, glaube ich, ein bisschen, also so machen, dass man es auch mit aus der normalen Monitorentfernung gut erkennen kann, ne? Ja, genau so. Und zusammenkneifen. Diddle-dip. Ich glaube, die sollten lieber angreifen. Machen sowieso nicht so viel Schaden, weil es ja keine Magier sind. Luft. Hahaha. Verstehe ja wegen Luft. Ne? Ja. Noch zu essen haben, hatten sie aber. Nachdem sie den platt machen, ne? Na ja, gut. Er hat die Person angegriffen, die hinter dem Schutz war. Ich muss wohl noch viel lernen. Ja, kannst nämlich gar nichts. Oh, alle haben sie Zauberkonter erlernt. Wundervoll. Das möchte ich relativ gerne auch überall aktivieren. Und ich muss mal heilen. Vielleicht sollte ich auch mal wieder jemand anderen mitnehmen in die Gruppe. Ah, noch nicht. Noch nichts. Fähigkeit. Obwohl, zumindest bei Sarah und Ming sollte ich es reinmachen. Weil die nämlich, auch, sagen wir mal, ordentlich was austeilen können, wenn sie Magieangriffe machen. Zauberkonter. Oh, die kann so wenig. Jetzt so wenige Slots dafür. Geistmagie, Schwarz-Weiß-Magie.
Antisiegel. Kompositmagie. Ist aber eine gute Sache. Die sollte sie behalten. Ich nehme mal Antisiegel. Ich muss auch mal gucken, wie oft das überhaupt greift. Wenn das nur jeden 10. Angriff mal greift, dann lasse ich das. So, und alle können sie jetzt was Neues lernen, ne? Geistmagie Stufe 5. Kann bis jetzt 4, richtig? Ja. Dann lernt sie jetzt bitte Stufe 5. Das gilt übrigens auch für die anderen. Dass sie noch was anderes lernen sollen. Stufe 5 kann sie schon. Brauchst du die anderen nicht. Weiße Magie. Kann sie jetzt gerade nicht lernen und das andere auch nicht, weil die nämlich nicht drin sind in der aktiven Gruppe. Kombo, weil. Das wäre ein Grund, die reinzunehmen. Jensen statt schwarze Magie Stufe 5. Sie kann weiße. Und ja. Schwarze kann sie nicht, Stufe 5. Pass auf, machen wir mal. Holen wir gleich Jensen mal wieder rein. Die muss auch mal wieder ein bisschen lernen. So, du lernst bitte auch mal irgendwas Neues. Es gibt offenbar nur eine Sache, die du lernen kannst. Hier, zack. Kritische Heilung. Weiße Stehlen. Hier, pass auf. Da kannst du aber mal, anstatt Stehlen, kannst du mal hier Zauberkonter mal benutzen. Zack. Sie kann nichts lernen. Sie hat alles gelernt. Okay. Nun denn. Ich muss ein bisschen, auch ein bisschen systematischer vorgehen. Von oben nach unten, glaube ich. Ja. Die hat ja gerade auf Jensen gestellt. Genau. Ich Schlauberger. Geistmagie von Max lernen. Nein, machen wir so. Zack. Und den tauschen wir gleich aus hier. Nämlich jetzt. Der Junge kann mal wieder raus aus der Gruppe. Stattdessen kommt Jensen rein. Zack. So. Der muss auch ein bisschen lernen. Okay. Haben wir es jetzt? Ich glaube ja. Wenn nicht, dann bei der nächsten Gelegenheit. Wenn mal wieder jemand was lernt, gucke ich nochmal durch. Aha, was ist hier los? Wow, was ist das? Ein Monster? Nein, nur ein Vogel. Die sind verdammt selten, weil sie nur in der Kälte leben. Sie können auch im kältesten Wasser schwimmen. Vögel können schwimmen? Ich glaube, ich habe das mal gelesen. Diese Vögel können nicht fliegen, sind aber exzellente Schwimmer. Naja, sie sehen jedenfalls seltsam aus. Ja, ein bisschen. Was wollen sie uns damit sagen? Wir werden ihn wiedersehen, nehme ich an. Warme Weste. Gleich mal gucken, was das macht. Ach, die lernt das noch. Feuertalisman. Ne, erstmal gucken, was es überhaupt ist. Macht immun gegen Starre. Das müssen die natürlich alle lernen. Ist ja klar, ne? Sarah. Das gelbe Band noch nicht gelernt. Und Ming. Ah, die könnte was Neues lernen. Warum nicht? Lernt sie warme Weste. Immun gegen Starre.
Kann ich hier direkt runter? Nope. Der Vogel kann es, aber wir tollen Helden können es nicht. Kann ich hier rüber springen? Ich kann wahrscheinlich, aber ich warte mal, bis dieser Winter aufhört. Und was mache ich hier? Langes Gesicht, wa? Nee, hier kann ich bestimmt auch runter, oder? Oder den stoßen, den Haufen da, ja. Den Haufen da umstoßen und dann den unteren Weg frei machen, nehme ich an. Ein Problem gelöst, das ich mir noch gar nicht bewusst war. Flonk. Mal sehen. Lalalala. Oh, komme ich jetzt nicht lang? Nee. Kommt man nicht lang. Ich laufe hier voll nach Karte, ne? Ah, okay, jetzt ahne ich, wo es lang geht. Oben ist noch eine Kiste, aber die ignoriere ich mal. Es sei denn, ich komme ja automatisch. Oh, guck mal, Speicherpunkt. Sehr gut. Das war eben die Stelle, an der ich weggepustet worden wäre. Na, toll. Pong. Wieder so einer. Okay. Attack, attack, attack. Defend, defend, defend. Der müsste doch eigentlich hier... Der hat hier nicht nur... Der hat doch auch wahrscheinlich Luft. Nee, schade. Lufta hat er. Irgendwie haut er da immer auf sie. Ganz ordentlich. So. Ah, sie kann halt, hat keine hohe Kraft in schwarzer Magie, ne? Muss ja nicht reichen. Hoffentlich. Schneesturm. Oh, das ist neu. Böse. Ich muss wohl noch viel lernen. 1000 Gold hat sie gegeben. Nicht schlecht. Jensen hat 2 Zubehörteile erlernt. Was? Jensen hat 2 Zubehörteile erlernt. Wie, was, wo, wer, wie, was, warum. Erstens muss ich heilen. Wie kann man Zubehörteile erlernen?
gucken, was der wirklich hier erlernt hat. Fähigkeit. Jensen. Zwei Zubehörteile. Ach. Erlaubt das Ausrüsten von zwei Zubehörteilen. Na. Das müssen die anderen selbstverständlich auch lernen. Ist ja völlig logisch, oder? Und zwar eigentlich quasi als erstes. Ne? Keine Ahnung, was der eigentlich hier nutzen soll. Macht immun gegen Blindheit. Ich glaube, der muss irgendwas lernen hier. Macht immun gegen Siegel. Ne? Das ist gut. Diese Fähigkeit, wie gesagt, die müssen sofort, muss ich alles andere für fallen lassen. Müssen die sofort lernen. Vielleicht gibt es ja auch mal sogar drei. So, gespeichert hatte ich ja, geheilt jetzt auch, ne? Dann kann ja überhaupt nichts mehr passieren. Aber so gar nichts. Ich mag übrigens Schneelandschaften, ne? Ist. Dinosauro. Kein Element. Okay. Okay. Ich muss auch angreifen. Jetzt müssen wir natürlich jetzt hier anständige Heilzauber und Schutzzauber und sowas, ne? Barrikados, Allschild. Erstmal Allschild. Du machst Allbarrikade für den Fall, dass er auch Magie macht. Kann ich irgendwie langsamer machen? Mal gucken. Was bist du, ein Rassalos oder was? Okay, was können wir machen? Mit dem magischen Angriff eines Gruppenmitglieds. Erhöht die Geschwindigkeit eines Gruppenmitglieds. Erstmal gucken, gegen was er überhaupt so empfindlich ist. Wahrscheinlich gar nichts besonders. Oh ja, sauber. Gift. Wird wohl nicht gehen. Erde. Was? Gruppenformation wurde festgelegt. Hier.
Was auch immer das bedeutet, ich weiß es nicht. Du kannst ja mal zur Sicherheit alle heilen. Alkur. Gibt's eine Alkur? Gibt's bestimmt, aber nicht für alle. Hm. Steinkur, Allwasser. Hm. Schein. Hm. Finsternis bei allen bei allen Gegnern. Mal sehen, ob wir damit durchkommen. Feuer. Ich weiß noch nicht so ganz genau. Hey! Wie wir gegen ihn vorgehen soll. Gruppenformation wurde aufgelöst. Alles klar. Du heilst bitte. Und du machst bitte auch noch mal eine Heilung auf alle. Wenn der gekontert, werde ich tot. Schon besser. Feuer von mir aus. Du heilst bitte wieder. Ne, Moment. Sie war die Heilerin. Also die, zumindest die von denen, die jetzt gerade dabei sind. Oh, Geistmagie? Ne, macht keinen Sinn, glaube ich. Ich weiß leider auch gar nicht, wie viele Lebenspunkte der hat. Ist wie ein Monster da. Heilung für alle. Sehr gut. Du heilst auch nochmal für alle, bitte. Du machst einfach mal einen Luftangriff. Luftangriff! Kostet bloß so viel Mana, ne? Din, 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 din. Zaubern. Wie viel Mana hat sie denn überhaupt noch? 140. Ne, das lohnt noch nicht. Schwarze Magie. Erde. Rehe mit Essen. Willkommen zurück. Oh, du fiese Socke.
Oh oh. Ah, wie lieb. Toll. Feuer ist am besten. Du heißt bitte alle. Das kostet zwar viel Mana, aber egal. Du benutzt bitte einen Gegenstand für Sess. Konter, was? Na toll! Du bist bitte ein Gegenstand. Wart! Konter. Er hat es ausgehalten zumindest. Puh. Das hat nur noch für zweimal Heilung Mana. Dann müssen wir danach wieder Mana-Kraut benutzen. Pass auf, wie wär's damit? Machst du mal eben. Von mir aus auch eine starke. Ja. Na, nur gut. Was für ein Ekel. Angreifen. Pass mal auf, wie wär's damit? Macht zwar nicht so viel. Oder warte mal, Fähigkeit vielleicht. Machttreffer mal, sonst zu selten. Der hat doch auch Mana, warum nicht, ne? Ja. Din, din, di, di, din, 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 din. Feuer. Oh, 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 oh. Ah, sie lebt noch. Gut. Meine Fresse, der hält aus ohne Ende. Okay, machen wir so. Hoffentlich haben wir das Glück, dass es funktioniert. Reicht's aber echt langsam, ne? Pass auf, du machst sowieso nicht so viel Schaden. Du nutzt das Ding hier. Die würde sowieso wieder aufstehen nach gewisser Zeit, weil unsterblich und so, aber trotzdem, die soll ja auch dabei sein, wenn es hinterher
Erfahrungspunkte gibt und sowas, ne? Mann, oh Mann. Rechtzeitig wieder aufgestanden. Ich bin der Größte! Platzsamen! Uiuiui, das war eine. Das hat sich gelohnt. Keim hat Feuerwiderstand hoch erlernt. Hm. Sehr schön. Gleich mal hier. Heilung und so weiter. Zephira. Ming hält so wenig aus. So, ne? Würde ich mal sagen. Platznamen. Wer kriegt das Ding an? Ming würde ich vermuten. Richtig? Ming hat 4 Plätze. Sarah hat 5 Plätze. Die anderen haben dramatisch mehr, ne? Keim hat sowieso total viele. Also, Ming kriegt das Ding. Gut. So, und was packen wir rein? Niemand weiß es. Antisiegel. Damit sie nicht zum Schweigen gebracht werden kann. Leon. Steigert die physische Verteidigung. Kannst du auch gerne lernen. So. Nicht so schlecht. Haben wir geschafft. Ich glaube, ich sollte zurücklaufen und speichern. Das ist, glaube ich, eine ordentliche Idee. Wenn es geht. Außerdem war da oben natürlich eine Kiste, habe ich. Oder zumindest irgendein Gegenstand. Ich will speichern. Platzsamen. Also da würde ich aber auch tatsächlich gerne eine Reihe solcher Kämpfe machen, um diese Platzsamen zu kriegen. Mhm. 20 Fähigkeiten für alle. Da oben ist... Das sieht aus wie eine Kiste, ne? Würde ich sagen. Oder zumindest irgendein brauchbarer Gegenstand. Kann man hier... Man kann hier durch. Das war gar nicht so offensichtlich am Anfang. Kiste. Elmon-Krone? Hm. Und das Ding hier? Kann man nichts mit anfangen, ne? Weiß ich bis jetzt noch nicht, wozu das gut ist. Niemand ist ein Wertgegenstand. Elmon-Krone. Wird vielleicht mal relevant werden. Im Laufe des Spiels. Ich habe heute die Nachricht gekriegt übrigens, dass sie meinen Adapter abgeschickt haben, der, mit dem ich eine C64 Floppy an PC anschließen kann. Und wenn das Ding da ist und ich da alles geregelt habe, dann werde ich hier ein schönes C64 Spiel mal im Stream zeigen, ne? Sehr gut, jawohl. Bin auch sehr froh drüber. Wird ein bisschen dauern, weil es kommt aus
aus England, glaube ich. Auf jeden Fall aus dem Ausland. Also ich werde hier tatsächlich meinen C64 werde ich hier nochmal anschließen an die Capture-Karte und dann mal auch mal ein, zwei Spiele zeigen. Speziell das. Ne? Das wird, glaube ich, eher so eine Sache für so ein Abend- oder so ein Nachtstream oder so ein Chill-Out-Stream irgendwie, wo man wo es dann nicht groß um Action geht, sondern wo vielleicht ein bisschen gequatscht wird und wo ein bisschen, naja, wo es ein bisschen Rätselraten gibt und sowas. Das wird es wohl sein, eher. Und nicht diese dauernd pulsierende Action, die man heute sonst so bei mir sieht, ne? Cool. Ja, da wird's langsam. Da ändert sich die, so ein bisschen das, der Charakter des Lieds, ne? Aber der Teil davor ist sehr schön. Aber trotzdem ganz. Oh. Die magische Industriestadt Goza. Ja, weiter geht's, weiter geht's. Ich spreche mit, naja, mit manchen. Ernster Ogen, mir ist egal, ob die was reparieren wollen. Ich will niemanden aus der Unterstadt hier sehen. Wo sind wir hier? Welchem Spiel, ne? Unterstadt. Oh, dabei fällt mir ein. Vielleicht, nur vielleicht, kommt ja auch mal nicht nur Star Wars The Old Republic hier vor, sondern vielleicht auch Knights of The Old Republic. Mal sehen. Hey, Kumpel, hier geblieben. Unbändiger Eli. Kalt? Ha! Ist doch nicht kalt. Du Lappen. Frech Italia. Alle sagen, was für einen netten Bruder ich habe, aber er geht mir manchmal echt auf die Nerven. Hm. Na dann. Reicher Agent. Das ist ein verdammt interessantes Outfit. Wo kommt ihr her? Von hinter den Gletscher, sagt ihr? Ah, hört schon auf. Ihr macht wohl Scherze. Na. Ach, was soll's. Oh, das sieht ja cool aus. Das sieht ja echt cool aus. Was ist denn hier? Dekoration. Oder Wegweiser. Nach den Kerloten. Ein Blitz soll den Gletscher in der Nähe von Saman geschmolzen haben. Hoffentlich ist das kein böses Omen. Ach, ganz bestimmt nicht. Was ist hier los? Bürger von Goza. Habt keine Angst. Dank unserer militärischen Übermacht haben wir nichts zu befürchten. Selbst wenn Numara oder Ura uns mit ihrer magischen Energie angreifen, seid stolz. Geboren zu sein, als Bürger von Goza.
Und dafür gibt es eine Nachrichtensendung. Das war jetzt völlig unaussagekräftig, ne? Klingt, als wären alle begierig auf Krieg. Könige und Herrscher sind doch alle gleich. König Goza ist echt unheimlich. Heißt er wirklich so? Okay. Hm? Ist irgendwas Keim? Nein. Ich bin sicher, die Dinge zwischen Goza und Ura spitzen sich zurzeit zu. Das gehört offenbar alles zu Gongoras Plan. Wir müssen schnell zum König. König. Hier ist eine Tür, durch die man durchgehen kann. Ich mach's mal. Und das ist ein Speicherpunkt. Ich nutze ihn mal. Oh, schon bald 30 Stunden, wa? Blim, 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 blim. Bin froh, dass das so gut klappt mit der Emulation, sondern mit der Kompatibilität mit der Xbox One hier. So, ist hier was zu tun? Gelassener, nicht Verlassener. Die Zimmer hier sind riesig, lichtdurchflutet und der Service ist erstklassig. Ich denke darüber nach, noch etwas zu bleiben, bevor ich heimkehre. Gut für dich. Willensschwacher Lionel. Unglaublich, so ein zauberhaftes Dekor in einem einfachen Gasthaus. Bin wirklich überrascht. Ja, ich auch. Was war das denn? Achso, Dinge, was man untersuchen kann. Heilungstrank, na gut. Warum nicht, ne? Oh, da ist einer mit dem Hund. Den Hund können wir mitnehmen? Ne, wahrscheinlich nicht. Etwas ängstlicher Gram. Was wohl im Wohlhochland geschah? Es war kein Krieg, es war eine Tragödie. Der Fluch des Unsterblichen. Und was ist hier? Andere Ebene, was? Unterstadt, nehme ich an. Unterstadt, da steht es ja auch. Aha. Erschöpfte Kalina. Die magisch-industrielle Revolution hat unsere Arbeitsplätze vernichtet. Man braucht uns nicht mehr. Was sollen wir jetzt machen? Kann man hier was kaufen? Unzufriedener Klaft. Als hätten uns die... Wo sind die Untoten? Gute Frage. Als hätten uns die magischen Motoren überflüssig gemacht. Goza mag ja eine Supermacht sein, aber es steht immer noch schlechter um die Stadt. Es steht immer schlechter um die Stadt. Stimmt, die Untoten. Wo sind die? Und die magischen Labore für irgendwelche Dinge und so. Betreten. Rosas Restaurant. Hallo. Unverblümte Lilia. Hier ist die Speisekarte. Rufe mich, wenn du gewählt hast. Unverblümt. Ich habe das Gefühl, hier ist nicht viel zu tun. Gefräßiger Zock. Der Laden ist perfekt. Preiswert und gut. Sowas findet man in der Mittelstadt nicht. Kumpel. Ich glaube, ich verschwinde hier. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, mit jedem hier zu reden. Höchstens mit Leuten, die irgendwie auffällig sind oder irgendwas, ne? Otto der Wirt. Willkommen, was darf es sein? Bäcker Elita. Schöne Atmo, das stimmt. Das haben sie gut hingekriegt. Das erinnert mich an manche andere Spiele. Also wie gesagt, irgendwie erinnert es mich an Star Wars. An bestimmte Gegenden, deren Namen ich aber nicht mehr weiß. Und ich glaube auch an Final Fantasy XII, obwohl es eigentlich gar nicht so dolle ähnlich ist. Mann, ist das kalt draußen, oder? Wie wär's mit etwas Vollkornbrot, frisch aus dem Ofen? Naja, warum nicht? Da sind ein paar Leute, die
auf der Straße leben? Viermal Nahrung der Erde? Oder was ist hier los? Entspannte Luchima. Luchima? Ich spiele gerade Fangen, aber ich mag nicht mehr rennen. Ob ich sicher bin, wenn ich mich hier verstecke? Ich dachte, es sei hier irgendwie Gefahr und so. Keine Ahnung. Hund. Nimm ihn mit. Oder ich speichere erstmal. Und dann gehe ich da mal rein. Mal sehen, was dann passiert. Unterstadt. Lim, 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 lim. Das ist... Ist das ein Fahrstuhl nach oben, oder? Sowas? Wahrscheinlich komme ich da wieder hoch, was? Nehme ich an. Oder noch weiter runter. Mal gucken. Ach, guck mal. Guck mal. Erstmal hier bleiben. Was war das denn? Da war gerade irgendwas, was plötzlich verschwunden war. Hier, ich gehe nochmal an. Plötzlich war es verschwunden. Ach, hier geht's runter übrigens. Etwas versteckter Eingang. Verlassene Wohnung. Interessant. Okay. Samen. Öffnen. Nochmal Samen. Da kommt man wohl nicht lang, wie es aussieht, was? Laut Karte müsste man da aber lang kommen. Geht womöglich nur von der anderen. Von der anderen Seite oder so? Stoff des Mutes. Na, das geht jedenfalls nicht von hier aus. Na gut. Öffnen. Kann ich ja nochmal was machen? Wahrscheinlich, oder? Dürfte doch eigentlich nichts mehr passieren. Nee, genau. Genau. Interessant. Dann gibt es hier in der Nähe wohl noch einen anderen Eingang, würde ich vermuten. Oder das war nur so dargestellt. Weiß ich auch nicht. Kann auch sein. Na, Kumpel? Das Gebäude sollte vor langer Zeit geschlossen werden. Aber man hört Tag und Nacht Leute hinein und herausgehen. Minzpulver. Weiß nicht so recht, was ich hier in der Ebene sonst tun soll. Aber ich könnte den Fahrstuhl ja gleich mal benutzen nochmal und wirklich eine andere Ebene aufzusuchen. Was? Hier bin ich angekommen. War ich da oben eigentlich? Ja, von da bin ich gekommen vorhin. Gehen wir mal eine Ebene hoch. Oh, es geht weiter runter. Sieh an. Sieh an. Verlassene Wohnung. Jetzt aus der anderen Richtung. I see. Wer bist du? Und wer seid ihr? Das muss doch in der Unterstadt zu hören sein, oder? Betrunkener Golban. Rülps, Hicks, Alkohol, es gibt nichts Besseres. Außer ganz viele andere Sachen. Lalalala. Betreten. Genau. Huch. Verlassene Wohnung. Interessant. Hm.
Also, dafür, dass die Wohnung verlassen ist, brennt hier aber ein munteres Feuerchen. Sehr, sehr seltsam, ne? Ob man hier zu anderen Zeiten hinkommen muss, vielleicht? Mein Leben für Sylvanas, ja. Genau. Na, womöglich muss man hier zu anderen Zeiten tatsächlich hin. Mal sehen. Bedienen. Wir gehen mal noch eine Etage tiefer. Mal sehen. Machen wir doch nicht. Sorgloser Wolf. Dieses Gebäude ist wie ein Irrgarten, oder? Viele Lifte und Treppen sind außer Betrieb. Unverantwortlicher Gränen. Meine Tochter will, dass ich aufhöre zu spielen. Hab ihr geschworen, aufzuhören. Und sogar Geld draufgesetzt. Aha. Okay. Jetzt noch eine Wohnung. Erstmal gucken. Hier ist nichts, ne? Betreten. Guckt betreten zu Boden. Oh, man kann speichern. Bargels Gasthaus. Ich speichere mal. Wenn man speichern kann, dann hat das doch irgendwas zu bedeuten. Ich glaube, dann hat das zu bedeuten, dass die Entwickler sich gedacht haben, da sollte man besser speichern können. Sonst nichts. So, wer bist du? Gastwirt Bargel. Willst du wirklich hierbleiben? Du bist ein Spaßvogel, stimmt's? 250 Gold. Machen wir mal. Mal gucken, was passiert. Falls was passiert. Achso, man kann die Sachen hier, die alten Geschichten sich anhören. Ich dachte, oh, oder? 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 Neue Räume? Nee. Na gut. Na gut. Ein Gasthaus hier. Kann man auch nicht durchgehen, ne? Nee. Schade. Ich dachte, es eröffnet neue Räume. Hier durch kommt man nicht. Gut. Dann nochmal das andere Stockwerk verwenden hier, ne? Noch ein anderes. Es gibt ja noch ein weiteres. Wahrscheinlich sind wir dann wieder draußen. Oder? Sechste Stock waren wir eben, glaube ich. Neunte. Oder? 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 Hier war ich auch noch nicht, denke ich. Freundlicher Belgen. Habt ihr hier noch nie gesehen. Was machst du an Ort wie diesem, Wenn ich den jetzt nochmal anklicke? Wenn du einen Laden und ein Gasthaus suchst, versuch an einer anderen Tür. Ich dachte, habt ihr hier noch nie gesehen? Ey, was für ein Lügner. Eben gerade. Deshalb wollte ich drücken. Ja. Casino, Spielerparadies. Yay. Drüben im Hinterzimmer versuchen alle ihr Glück. Warum versuchst du es nicht auch mal? Ich guck mal, was da Sache ist. Aufgeheizte Spieleratmosphäre. Naiver selten. Ah, heute ist mein Glückstag. Ich denke, ich versuch's nochmal. Was ist hier los? Fröhlicher Zamlev. Dieses Zimmer gilt unter den Reichen der Mittelstadt als absoluter Geheimtipp. Nicht überrascht? Doch, schon. Stab der Unschuld, Ring der Unschuld. Gleich mal gucken. Klingt nach einer magischen Waffe, ehrlich gesagt. Der kann das schon mal nicht benutzen. Cess. Vermutlich auch nicht. Also, Magier. Kann es auch nicht benutzen. Ming. Auch nicht. Jensen.
kann es auch nicht benutzen. Der könnte aber Ring der Unschuld benutzen. Und das macht. Fügt schweren Feuerschaden zu. Wahrscheinlich bei Nahkämpfen. Bei Nahkampfangriffen. Das heißt, eigentlich muss das jemand tragen, der Nahkampfangriffe macht, würde ich sagen. So, Kug, kann die das Ding benutzen? Stab der Unschuld. Ja. 17 Stärke. 27 Stärke. Flupp. Max kann auch nur so einen großen Diskus tragen. Ich habe so viele coole Ringe eigentlich. Eigentlich müssten mein Nahkämpfer, einer der Nahkämpfer diesen Ring tragen. Schaden für verschiedenste Gegnertypen, ne? Pass mal aus. Ausrüstung. Was trägt der denn? Schlangenring? Verursacht manchmal Gift und manchmal Finsternis. Nein, machen wir mal so. Zack. Was trägt sie? Verursacht manchmal Siegel. Machen wir mal so. So. Ist doch viel besser. Verursacht manchmal Siegel. Und der macht auch manchmal Siegel. Ist doch in allen Punkten besser. So, allerdings müsste ich natürlich Kug in der Gruppe haben, damit ich von dem neuen Stab da profitieren kann. Ja. Aber es kommt schon noch früh genug. Okay. Mal gucken, kann man hier spielen? Dieser Typ ist viel zu hitzköpfig. Wenn er nicht bald aufhört, wird er es bereuen. Kann man hier Glücksspiele machen oder nicht? Spieler Lofx. Wenn man schon wettet, dann auch einen großen Stil. Macht nebenbei das Aufhören leichter, wenn man verliert. Ja. Und wenn man nicht bezahlen kann, brechen sie einen die Finger. So, unverbindlich. Lass das mal mit dem Glücksspiel. Ich finde das ganz gut, dass ich diesen Gegenstand gefunden habe. Ah, ich glaube, hier ist ein Laden. Das Symbol zeigt, glaube ich, einen Laden an. Mal gucken, was man da kaufen kann. Reihels Gemischtwarenladen. Gemächlicher Gant. Einkaufen kann man im Raum am Ende des Gangs. Deshalb ist es nicht so toll, aber die Auswahl echt gut. Und ich sehe auch, da sind scheinbar zwei Kaufstellen. Oh? Warte, da ist eine Kiste. Vampirzahn. Okay. Haihaut. Da leuchtet übrigens was. Fahrender Ringmacher. Hallo Reisende! Ihr seid doch mit der Kunst der Ringfertigung vertraut, oder? Aber mit einer beliebigen Fertigung gebt ihr euch noch nicht zufrieden, nicht wahr? Glaubt mir, das kennen wir alle. Ich fertige keine Ringe aus Komponenten. Ich nehme bestehende Ringe und fertige sie neu, um völlig neue Ringe zu schaffen. Und wisst ihr was noch? Die Ringe, die ich fertige, haben vielerlei Wirkungen. Und ich nehme keinen Cent von euch. Die Arbeit ist mein Leben, wisst ihr? Also, was ist? Möchtet ihr einen? Ja, klar. Wähle einen Ring. Ich habe Seelenring. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich für Ringe habe. Ich muss erstmal ganz kurz gucken. Ah, da. Ich werde immer irgendwo in der Nähe sein. Jetzt zum Beispiel. Waren das jetzt Ringe, die ich habe? Oder Ringe, die der Typ da herstellen will? Dämonenkriegerring. Ich glaube, es sind Ringe, die nicht. Keine Ringe, die ich habe. Wenn ich irgendwo einen Seelenring habe.
Scheint mir aber nicht so. Osmose. Erdring. Giftring. Oder manchmal Gift könnte eigentlich auch was Besseres haben. So. Das ist natürlich auch sehr gut. So, so, aber ich habe keinen Seelenring. Heißt also, Seelenring. Zufertiger Ring, Seelenring. Komponenten, Osmosering, Schlägerring. Wirkung, Mana-Absorption, Schaden hoch. Na, gucken wir mal, was er noch so kann. Schaden hoch, Feuerstufe 1. Was macht denn Herkules? Schaden hoch, kritisch hoch. Das wäre natürlich ganz gut für die, die auch... ich wollte gerade sagen, die mit dem Ring kämpfen, aber... macht natürlich keinen Sinn, wenn man so einen Ring anzieht. Klar, dass man damit kämpft. Bestienkiller, Luftkiller. Schildkrötenring. Biokiller. MP-Absorption. Osmosering und Schlägerring will er für haben. Ja, das ist in Ordnung. Ihr habt nicht genug Ringe. Dann halt nicht. Hast du eigentlich die alten... Hallo Benno! Guten Abend. Die alten God of War-Teile gespielt. Ich habe mich mal an deinen ersten Teil versucht. Habe nach recht kurzer Zeit aufgegeben. Aber ich kenne jemanden, der ein großer Fan der God of War-Reihe ist. So, hier geht's... Ihr seid keine Gurzaner, was? Tut mir leid, in diesem Fall habe ich euch nichts zu verkaufen. Warum nicht? Oh, du bist ja unangenehm. Solche wie euch habe ich noch nicht gesehen. Wer seid ihr? Ich verkaufe nichts an Fremde. Ich komme von weit her zum Einkaufen. Keine einzige Bedingung zeigt sich. Ich will doch nur etwas Service. Wie unhöflich. Was ist das denn? Lufterbombe. Toll, ey. Hier ist ein Laden, aber man darf nichts kaufen. Der Laden ist gut sortiert, aber mir gefällt die Art des Ladenbesitzers nicht. Es ist schon okay, solange man kriegt, was man will, aber trotzdem. Ich kriege ja nicht, was ich will. Ich bräuchte jemanden, der mir hilft. Denke ich, der einkaufen darf. Also ich müsste jemanden in der Gruppe haben, der von hier ist. Ne? Ein Gozaner. Oder eine Gozanerin. Unterstadt. Gehen wir mal wieder zurück. Also God of War, wie gesagt, irgendwie... Ich wollte es ganz gerne ausprobieren. Und zwar hatte ich es, als ich Dantes Inferno durch hatte. Habe ich gedacht, ich bin in Laune, sowas weiterzuspielen. Und da bot sich das natürlich an, das auszuprobieren. Vielleicht hätte ich aber auch den zweiten oder dritten Teil ausprobieren sollen, anstatt den ersten. Vielleicht hätte es mir irgendwie besser gefallen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt überhaupt nicht gehypt für den aktuellen Teil. Für den, der auch nur wieder God of War heißt. Und alle spielen's. Ich warte eigentlich darauf, dass der Hype wieder nachlässt und die Leute wieder was anderes spielen. So, ich hau ihn mal wieder ab aus der Unterstadt. Dein Hype ist weg. Hast du es denn selbst gespielt oder nur quasi nur geguckt? Ich fand den dritten Teil am besten. Mich nervt der Hype auch. Jeder zweite Streamer
meint das jetzt spielen zu müssen, ne? Warte mal, das ist ein Angebot. Ja. Ich will immer noch sehr dringend. Ja, also ich kann auch jeden, also jeder, der scharf auf das Spiel ist, kann ich verstehen, dass, weil es sieht ja auch gut aus, aber es reizt mich persönlich halt nicht so. Ne? Es sieht ja gut aus und alles und ich kann mir denken, dass das auch Spaß macht, aber ich habe so viele andere Sachen zu spielen. Ich möchte Nioh noch richtig geil suchten bis zum Umkippen und ich will Monster Hunter noch weitermachen und alles, ne? Was für ein Hype? Ich spiele es solo. Guck keinen Stream. Ah, okay. Was für ein Hype? Naja, also, ja. Spielen, also streamtechnisch ist das gerade so. Gestern hatte ich mal geguckt. Da hatte ich mal so meine Twitch-Seite aufgemacht und geguckt, wer gerade streamt, dem ich folge. Ich weiß nicht, waren irgendwie 7 Streams online oder so und irgendwie 5 davon God of War. Ja. Ich fand's halt nicht so spannend. Also ich möchte es. Ich habe irgendwie keine Lust, das zu gucken. Das ist alles. Waffenhändler Sigrum. Auf der Suche nach Waffen oder Rüstungen. Was immer es ist, wir haben das modernste Sortiment weit und breit. Gucken wir mal. Fürstenstab. Oh. Volle Klinge. Wie viel Kohle habe ich? 43.000. Nur wegen dir. Nioh habe ich gestern auch wieder gespielt. Nur wegen mir. Oh. Ich bin schuld. Ja, sehr gerne. Ne? Oh, das brauche ich hier. Schwarze, weiße Magie Stufe 5. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen was kaufen. Volle Klinge. Muss ich für beide kaufen. Würde ich mal sagen. Ich kaufe nicht 11, ich kaufe 2. Wie wäre es damit? Das ist ganz schön Kohle, die da weggeht. Und das Ding könnte ich... Fürstenstab. Das ist dafür ein bisschen teuer. Grimme ist ein richtiger Influencer. Der ist krank, der Influencer. Nein, vergesst es. Das ist zu teuer, finde ich. Also für... Obwohl, ich habe es ja bei dem anderen auch gekauft. Fürstenstab ist... Mal gucken, was ich noch so kriege. Schwarze, weiße Magie bis Stufe 5. Wecker. Stimmt schon, habe wegen Grimm auch wieder mit Monster Hunter angefangen. Ach, das ist ja nett. Cool. Das ist ja schön. Geistmagie bis Stufe 5. Genau das meinte ich gerade. Der steckt einfach mit der Grippe an. Influenza. Komposit. Stufe 2. Ich habe sogar steckt gelesen. Komisch eigentlich, ne? Macht irgendwer Kompositmagie Stufe 2 bei mir? Bereit? Ich brauche mal einen kleinen Moment hier an diesem Laden. Und außerdem gucke ich mal, was im anderen Laden ist. Hier ist noch ein Laden. Werkzeughändler. Hallo, danke für das Interesse. In diesem Laden bekommt man alles, bis auf den magischen Zug. Na sowas, okay. Kaufen. Mana-Kraut. Zack. Lal, lal. Was kann ich noch kaufen? Schildus und Barrikados. Ah, haben wir schon quasi. So, mal gucken. Ausrüstung. Die beiden kriegen erstmal das dicke Schwert, ne? Volle Klinge. Zack. Volle Klinge. Da lohnt sich's, glaube ich, schon. So, und wie sieht's aus mit Zauber? Komposit.
Das ist alles Stufe 1. Stufe 2. Von wann ist das Spiel? Das ist schon echt alt. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das ist, ehrlich gesagt. Medias weiß es, 2008. Alles klar, schönen Dank. So, die anderen. Die alten Waffen kann ich erstmal verkaufen, hoffentlich. Das ist Xbox, ja. Und zwar Xbox 360 exklusiv. Ich spiele es allerdings auf der Xbox One. Das ist kompatibel genug, sag ich mal. Ne? Kampfstock kommt weg. Obwohl. Das Ding kommt auf jeden Fall erstmal weg. Das ist Sparta. Hm? Da hatte Microsoft noch interessante Exklusivtitel, tja. So, ja, das will ich nicht so. Schwarze und weiße Magie bis Stufe 5. Hm. Eigentlich will ich das haben. Zweimal mindestens. Komposit 2. Eigentlich auch. Erstmal einen nur. Und Geistmagie bis Stufe 5 ist natürlich auch sehr geil. Mal sehen. Sarah. Was kann die denn überhaupt? Fähigkeit. Sie kann weiße Magie Stufe 5. Schwarz-weiß Magie Stufe 4. Ich könnte einen Platz frei kriegen. Aber wir machen es natürlich anders. Jensen hat schwarze Magie Stufe 5 und ja, und weiße Magie irgendwie was. Der kriegt das Ding verpasst. Dann kann ich das nämlich lernen. Geistmagie bis Stufe 3. Das können wir später nochmal weitermachen hier. Schwarze und weiße Magie. Nee, das läuft ja anders. Ich bin gerade geistig ein bisschen abwesend, glaube ich. Abwesend. Kompositmagie. Geistmagie bis Stufe 5. Das müssen sie eigentlich. Die Unsterblichen müssen das eigentlich lernen. So, machen wir so. Du musst das jetzt noch nicht lernen. Ritterohrringe. Du lernst bitte mal Schwarz-Weiß-Magie. Nein, gar nicht wahr. Ich bin hier völlig durcheinander. Wir müssen die Magier lernen. Vor allem. So, jetzt aber. Schwarz-Weiß-Magie. Da brauche ich nicht nur einen Punkt dafür. So sieht es nämlich aus. So. Lassen wir erstmal so. Okay. Und dann hatte ich noch. Dann hatte ich noch einen Ring. Für Geistmagie Stufe 5. Gut, das könnte einer von denen lernen. Macht eher Sinn. Haben wir es denn? Ach, das kann sie sogar schon. Hm, 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 hm.
Das ist ein bisschen unübersichtlich hier, die Übersicht. Also, die Übersicht zu behalten hier ist nicht ganz so einfach. Komposit 1 kann sie. Hm. Okay. Brauche ich hier noch was? Ich habe mehrere Leute, die keine Unsterblichen sind. Die könnten natürlich das gut gebrauchen, diese Gegenstände. Die Unsterblichen brauchen die nicht mehr, nachdem sie das gelernt haben. Es sei denn, ich will die Fähigkeitenpunkte behalten. Hm. Brauche ich davon noch irgendetwas? Ansonsten geht es nämlich weiter. Geistmagie bis Stufe 5 könnten, wie gesagt, ein paar Leute gebrauchen. Hm. Kilodon-Ohrringe. Hm. Wir gehen erstmal weiter. Muss erstmal reichen. So, wir sind hier übrigens in der Mittelstadt, ne? Und wir müssen schnell zum König, heißt es ja. Und ich beeile mich auch die ganze Zeit und mache keine Extratouren und so, zum Glück. Hier ist wohl nichts mehr. Doch. Also, was Nioh angeht, das wird auf jeden Fall auch relativ bald wieder weitergespielt. Monster Hunter auch. Habe ich auch beides Bock. Viele neue Titel werden so schnell wahrscheinlich nicht kommen. Wenn das hier durch ist, dann kommt erstmal, vielleicht kommt erstmal Star Wars, mal sehen, ne? In diesem Stadtteil wohnt die Oberschicht. Ohne Ausweis dürft ihr nicht passieren. Auch ein Multipass. Wir brauchen einen Goza-Bürger, der erstens für uns ein Geschäft einkaufen kann und zweitens, der uns hier einen Pass gibt. Unser König lenkt dieses Land mit der bloßen Kraft seiner magischen Energie. Er ist eigentlich recht alt, aber er handelt keinesfalls so. Nun, gut. Wenn du das sagst. Hallo. Schwatzhafte Sack hier. Dieser Lift führt zur Straße vor dem Palast. Goza ist auf mehreren Ebenen erbaut, also nutzen wir recht häufig Lifte. Hm. Ja. Ich möchte ehrlich gesagt nicht mit jedem hier reden, der mir über den Weg läuft. Gelassener Kathat. Unsere magischen Züge sind Meisterwerke gozanischer Technologie. Ihr solltet wirklich mal damit fahren. Der Bahnhof ist da drüben. Hm. Wo denn? Wo ist der Bahnhof? Der Deinhard. Hm. Da bin ich vorhin schon mit in die Unterstadt gefahren. Also, ich würde fast vermuten, dass wir von niemandem aus der Unterstadt einen Pass kriegen. In dieser Straße wohnen die reichsten Familien der Stadt, ganz zu schweigen von mir. Dort oben liegt der Königspalast. Hm. Was war das hier nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Vielgereister Kolta. Dieses Hotel ist extrem sicher. Wir lassen hier mit Ausnahme der Hotelgäste niemanden rein. Ja, merke ich hier schon. Wink, wink, wink. Ah, willkommen. Einen schönen Aufenthalt. Bleiben für 300 Gold. Ich bin mal gespannt. Also, die Geschichten hier will ich mir nicht angucken, aber vielleicht kann ich ja in die Räume rein. Auf diese Weise. Scheint nicht so. Toll.
Mittelstadt. Ich guck mal hier. Oza, erhöhter Eingang. Hier bin ich hergekommen ursprünglich, ne? Ja. Mal gucken, ob ich zurückgehen kann oder ob irgend sowas sagt wie wir müssen aber hier bleiben. Stadt Gurza. Ich bleib mal da. Immerhin kriegt man Hinweis, wo man hin muss. Hi Lorek. Guten Abend. Der läuft hier die ganze Zeit auf und ab. Würde ich nie machen. Kaum zu glauben, dass der Gletscher geschmolzen ist. Ja, okay. Das ist der Weg in die Unterstadt. Ich guck nochmal, ob ich irgendwas übersehen habe. Blüb. Schläfiger Harold. Was muss man tun, um in der Mittelstadt zu leben? Da oben muss es besser sein, als in diesem Drecksloch zu leben. Das mag schon sein. Was war da nochmal? Diese Wohnung, glaube ich, in die man nicht allzu weit reinkommt, ne? Nee, gar nicht wahr. Ein Restaurant. Ristorante. Und? Besorgt Emilia? Ich glaube nicht, dass Gurza verliert. Der König hat gesagt, alles wird gut. Ja. Macht schon Sinn, den Leuten zu vertrauen, einfach so. Der Laden, ja, okay, jetzt hatten wir schon. Prüfen. Kiloöl. Klatsch mal rosa. Willkommen, wir sind stolz auf unsere besondere Kochkunst. Hoffentlich schmeckt's. Sieht auf jeden Fall ganz gemütlich aus. Das ist tatsächlich. Oh, in Braunschweig, das war früher ganz toll. Es gab in Braunschweig mal ein Café, ein steinige Café. Das war nicht allzu groß. Also, das war so ein bisschen langgezogen, sah ein bisschen alt, also auf alt gemacht, weiß ich nicht. Es sah aus, als wenn das schon Jahre da ist. Alles super gepflegt, aber eben man merkte, dass die Sachen nicht ganz modern sind. Das gab dem Ganzen auch so einen urigen Flair. Und das fand ich super gemütlich da. Es war, wie gesagt, relativ schmales Café, relativ langgezogen und nicht sehr viele Plätze. Vielleicht 10 oder 12. Und ganz kleine Tische eigentlich auch. Und ich fand das mal früher total gemütlich, da an einem Samstagvormittag hinzugehen, sich einen Kaffee zu geben zu lassen, so einen Milchkaffee, vielleicht ein Brötchen dazu oder zwei und da in Ruhe was zu lesen. Das habe ich total gerne gemacht. Bestimmt 1 bis 2 Mal im Monat. Mehrere Stunden dann da gesessen und gelesen und dann irgendwie jede halbe Stunde neuen Kaffee bestellt. Total geil. Das war absolut super. So eine richtig gemütliche Angelegenheit. Leider hat das Kaffee zugemacht. Stattdessen ist da jetzt ein Klamottenladen drin. Von dem war sicherlich mehr als genug haben. Und das ist echt ätzend. Also es gibt immer noch ein Steinicke in der Nähe. Die Leute, also die Bediensteten, eigentlich waren es nur Frauen, die bediensteten Frauen, die da gearbeitet haben, die mich auch inzwischen dann auch ganz gut kannten nach längerer Zeit, die sind dann in einen anderen Laden übernommen worden. Auch ein Steinicke, aber der ist dann so modern, offen, lichtdurchflutet, modern.
und weit und luftig und belebt und alles. Also das ist in ein ziemlich großer Raum jetzt, der aber sozusagen mit einer Wand offen ist zu einem Gang. Das ist so in so einer großen Passage jetzt, sozusagen. Also in so einem Einkaufspassagen, mehrstöckigen Einkaufspassage. Und wie gesagt, die breite Wand ist einfach offen zum Gang. Und es ist einfach sozusagen nur noch so eine Bucht. Ne? Und hat überhaupt nichts mehr von diesem gemütlichen, urigen und total anheimelnden Charakter. Ist alles weg. Jetzt wirkt es nur noch modern. So für Leute, die mal eben einen Kaffee to go haben wollen. Geh in Kneipen. Ja, ist wahrscheinlich eine ganz gute Idee. Dafür zumindest. Und mal besser Champagner, ja. Vielleicht hätte es geholfen, ich weiß es nicht. Also ich muss aber auch dann welche haben. Naja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht. Die meisten sind recht klassisch, ja. Ich müsste aber schon einen. Was war das hier eben schon wieder? Ich müsste allerdings aber auch einen Laden finden. Halt der. Also ich mag es nicht, wenn da Alkohol getrunken wird, sag ich mal. Klingt jetzt ein bisschen albern vielleicht, aber da wo ich meinen Kaffee trinke und meine Gemütlichkeitszeit verbringe, sag ich mal. Wir sind wieder angekommen hier. Möchte ich nicht, dass Alkohol getrunken wird. Muss vielleicht auf eine andere Ebene. Der Typ ist total blau. Keine Ahnung, was er da machen soll. Zusammengesagter Wald. Ich gebe jetzt zu, verglichen mit da oben ist das Haus, in dem wir leben, eine erbärmliche Hütte. Ja. Da kann ich nicht durch, ne? Ja, also da müsste ich. Ich muss mich vielleicht auch mal wieder auf den Weg machen oder mal auf die Suche. Weil alle Orte. Alle. Ich mag ja, wie gesagt, Cafés, die auch an einem Vormittag, an Samstagvormittag geöffnet sind. Und wo es halt kaffeeartig ist. Und wo man Kuchen kriegt, wenn man will. Und belegte Brötchen und sowas. Sowas mag ich eigentlich. Und es gibt auch ein paar Cafés, in denen es also okay ist, sag ich mal. Aber es wird echt schwer sein, diese spezielle Atmosphäre so zu ersetzen, ne? Ist wirklich schade. Bin ich auch nicht der Einzige, der das so sagt, ne? Also ich hatte da so Bekannte, die jetzt sind da auch echt gerne hingegangen. Und jetzt ist es halt so ein Klamottenladen, ne? Ich weiß nicht, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Ich war hier unten eigentlich überall schon, ne? Ne? Oder? Hier gibt es noch Casino. Na, vielleicht gibt es hier irgendjemanden, der mir da in Sachen Pass weiterhilft. Mal sehen. Doch mal mit den Leuten reden hier. Ich lese jetzt aber nicht mehr alles vor. Stammkunde. So wie ich das sehe, ist Glücksspiel was für Verlierer. Wenn man spielt, um zu gewinnen, zeigt das nur, wie grün man noch ist. Hey, wie läuft's heute? Ich hatte ziemliches Pech. Ich liebe die chaotische und aufregende Atmosphäre. Das ist es, worum es beim Glücksspiel geht. Lockerer Balf. In der Mittelstadt gibt es jede Menge Unterhaltung, aber so viel Spaß wie hier in diesem Zimmer findest du nicht. Spieler läuft's gerade mal schon. Schurkalgen, das soll ein Spiel sein. Weil die Leute vergessen den Spaß beim Spielen, Sieg oder Niederlage.
Es geht doch nur um den Spaß am Feierabend. Ja, wenn man sich das leisten kann, dann ist das so richtig. Was macht er denn da? Schussiger Kudol. Nein, ich habe gerade alles verloren. Meine Mutter bringt mich um. Tja, das ist aber großes Pech. Irgendwas ist in diesem Zimmer. Ein wilder Rausch und ein Hauch von Gefahr umgibt es. Das macht süchtig. Jeder, der nicht weiß, wie ein solcher Ort funktioniert, lässt sich in der Realität leicht hinters Licht führen. Die jungen Leute lernen hier eine Lektion fürs Leben. Und ich kriege dafür ihr Geld. Nun, kann man hier spielen? Ich meine, kann man hier an diesem Tisch spielen? Ja, nein, vielleicht. Irgendwie nicht, ne? Oder? Nee. Na gut. Ach, mir fällt ein, ich war vorhin in einer Wohnung und habe vergessen, noch ein Buch anzugucken, was da, oder zumindest etwas anzugucken, was im Bücherregal geleuchtet hat. Das heißt, ich muss mich wahrscheinlich hier nochmal in den Wohnungen umgucken. Wenn ich sie denn finde, das hier ist ein Laden. Das heißt, ich bin hier eigentlich auf der falschen Ebene, ne? Gemischtwarenladen. Wo sie mir nichts verkaufen, war das nicht so? Ja, hier verkaufen sie mir nichts. Brauche ich gar nicht erst gucken, ne? Moment mal. Konnte ich hier reingehen? Öffnen, ja. Hier war der Ring. Ringtyp, oder? Ja. Gut. Hier verkaufen sie mir nicht, weil ich kein Einheimischer bin. Also ich bin hier in Etage 9. Und wir gehen mal in 8. Hier geht's nicht rein. Gut. Kann man eigentlich auf der Karte auch erraten schon. Gasthaus, nicht Rasthaus. Schlechte Geschäftspolitik, ja, scheint mir auch so. Na, wenn sie genug Kunden haben. Es gab auch noch die Wohnung, wo man direkt hingehen konnte, glaube ich. Beziehungsweise die Etage. Aber ich weiß nicht, ob man da reinkam. Ich glaube, da hinten ist eine ganz reguläre Wohnung, tatsächlich. Verlassene Wohnung. Oder? Dafür, dass es verlassen ist, sieht es aber eigentlich noch ziemlich gut aus. Wie gesagt, hier Feuer und so. Das ist aber nicht das, was ich meinte. Ich muss gleich nochmal die andere... andere Richtung gehen. Ist aber auch eine komische Wohnung, ne? Ich meine, also ein Raum mit einem Feuer. Und Stühle, die sich gegenüber sitzen oder gegenüberstehen. Ist eine eigentümliche Wohnung. Zwei Uhren. Ach, Moment mal. Ach, hier kann ich nicht weitergehen. Weitergehen. Nicht Leiter gehen. Ah, da ist nichts drin, oder? Doch. Heißt das, ich war hier noch nicht? Guck mal da, ist das... Ah, guck mal hier. Sieh mal einer an. Weder Leiter gehen, noch weiter... Ah. Na, öffnen. Was haben wir hier? Multipass. 1000 Gold. Na ja, gut. Haben oder nicht haben? Eigentlich nicht haben, ich weiß, aber ich habe trotzdem mal gemacht hier. Müll, da ist Müll. Aha, jetzt kommt man hier in die... Okay, da
Da kommt man jetzt nicht mehr durch. Das war jetzt die Stelle. Die Stelle, an der man von da oben die Treppe runterkommt, ne? Glaub ich. Immerhin gibt es hier keine Attacken. Darunter ging es nicht mehr. Dann fahren wir mal wieder hoch, würde ich sagen. So, speichern brauche ich jetzt glaube ich nicht. Ich gehe hier mal so lang. Was ist denn das immer hier, dieses Tschip, was hier so komisch verschwindet? Das sieht aus wie so ein Tier, was sich plötzlich tarnt oder so. Da waren wir schon. So. Eigentlich wollte ich zu dieser wohnen, oder? Nee, das ist wohl der Laden, in dem wir schon mal waren. Ich glaube ja. Ach, wie komme ich denn da hin? Niemals wahrscheinlich. Öffnen. Da waren wir schon, ne? Ja. Nun, dann weiß ich jetzt aus dem Stegreif nicht, wo wir weitermachen müssen. Würde vermuten. Nicht in der Unterstadt. Bin echt erschöpft. Auch halbwegs müde, aber nicht so schlimm wie gestern. Gestern war es ja auch echt unerträglich, was Hitze und Stickigkeit anging und so. Hat das ja auch noch verstärkt. Das war wirklich echt unangenehm. Ganz ehrlich. Was ist hier los, ne? Selbstsichere Glef. Verdammte Uraner! Nur weil sie die barbarischen Kents besiegt haben, glauben sie es mit Goza aufnehmen zu können. Unsere magischen Waffen werden sie zerschmettern. Nun, wir werden sehen. Wer seid ihr eigentlich? Jolanda Salkov. Keim Argonat, der Unsterbliche. Seine Magie beschwor den Meteor. Das Blut der Kent-Gruppen klebt an seinen Händen. Wir sind hier wohl bekannt. Was war denn hier? Ein Händler? Weiß nicht mehr, was für einer. Ach, das war... Ach so, hier, ja, das waren die ganz guten Händler sogar. Erfahrener Käufer Ginel. In diesem Laden gibt es viele verschiedene interessante Dinge. Deshalb nehme ich mir immer vor, hier regelmäßig reinzuschauen. Fahrender Ringmacher Trace. Möchtet ihr einen der besonderen Ringe haben, die ich mache? Ja. Aber können wir alle nicht machen, weil wir nicht die entsprechenden Teilringe haben. Oder Materialringe. Da ist noch so ein Ding, aber das ging glaube ich nach oben, wo ich nicht mehr weiter durfte, oder? Ich kann ja nochmal hingehen. Ja. Oberstadt. Ohne Ausweis dürfte nicht passieren. Ohne Ausweis dürfte nicht passieren. Ich frage ihn mal, vielleicht ist er ja Willensdingense da. Willensschwächer. Wo ist euer Bürgerausweis? Ohne darf euch nicht passieren lassen.
Bürger. Bürger. Hm. Ich bräuchte einen Hinweis, wo ich denn weitersuchen muss. Wie gesagt, ich möchte nicht einfach so jeden möglichen Bürger auf der Straße ansprechen. Wie lange soll das denn dauern? War das Ding in die Unterstadt? Ich glaube, oder? Ja. Oder? Das war der in die Unterstadt. Vielleicht komme ich an einer anderen Stelle in der Unterstadt an, wenn ich den anderen Fahrstuhl nehme. Mal sehen. Aber das macht auch nicht unbedingt so viel Sinn. Einfach... Ah, sieh an. Neuer Ort. Gut. Einfach jeden beliebigen umherziehenden NPC anzusprechen. Bahnhof Urza, Wartesaal. Okay. Na, prüfen. Bettsteine. Überall stehen diese leeren Vasen rum. Da stimmt doch was nicht. Die ganze Welt ist voller leerer Vasen und leerer Krüge. Eigentlich müssten jetzt hier ein paar Ratten rumlaufen, oder? Ich schätze mal, ich muss hier ein Ticket kaufen. Ha? Für den Zugang braucht ihr gültige Bürgerausweise. Netter Bahnhofsarbeiter Gramon. Was heißt das, wir dürfen nicht mal auf den Bahnsteig? Ich will den Chef sprechen. Das ist er bestimmt selber. Nein, Fremde dürfen nicht in den Bahnhof. Der Ausweis ist die Fahrkarte. Du hast den Mann gehört. So viel dazu. Wir kommen nicht hinein. Und nun? Und nun? Habt ihr einen Pass? Ihr braucht einen Bürgerausweis von Goza, um diesen Bahnhof nutzen zu dürfen. Können wir ihn nicht einfach bewusstlos schlagen? Wahrscheinlich nicht, wa? Toll, ey. Jetzt kommen wir nicht weiter. Weil aus demselben Grund. Ah, ich springe hier rüber. Keiner wird's merken. Außer der da. Miep. Toll. Wie machen wir jetzt weiter? Naja, vielleicht passiert ja jetzt irgendwas. Wenn wir jetzt rauskommen, vielleicht spricht uns ja jemand an und sagt sowas, hey, ihr, wollt ihr einen Bürgerausweis kaufen? Nur für einen Groschen. Oder so. Vielleicht kann man im Laden ja einen Bürgerausweis kaufen. Das wäre natürlich toll, einen Bürgerausweis zu kaufen. Ich fand es immer komisch, wenn Leute gesagt haben, dass sie sich einen Doktortitel kaufen. Das ist doch völlig absurd, einen Doktortitel zu kaufen. Weil ein Doktortitel ist ein akademischer Grad. Der zeigt, dass man, also aus meiner Sicht zumindest, vielleicht bin ich ein bisschen naiv, wahrscheinlich ja, der zeigt, dass man eine Doktorarbeit abgeschlossen hat. Ein Rathaus wäre richtig gut, aber ich weiß nicht, wo es das geben soll. Ein Bürgerausweis. Komponenten, Bürgerausweis. Wir craften uns einfach einen Bürgerausweis. So. Einfach so. Und mal alles, bis auf den magischen Zug. Bomben. Minzpulver. Von Schlaf. Riechsalz. Halt ein Gruppenmitglied bei Schwindel. Hättest er gedacht, dass Riechsalz bei Schlaf hilft. Mana-Flasche.
Also. Hier kann ich keins kaufen. Ja, ein Rathaus wäre natürlich gut. Aber wo gibt's sowas? Also Rathaus oder Bürgeramt oder irgendwie sowas. Mittelstadt. Das klingt doch gar nicht so falsch. Mittelstadt. Würstblickender Uldu. Als mein Großvater noch jung war, gab es offenbar keine Lifte. Stattdessen wohnten alle drüben in der alten Stadt. Der alten Stadt? Jetzt tut sich was. Wir müssen ja, etwas unternehmen. Ich muss mich um Gongora kümmern. Stimmen wir ab. Ich zähle doppelt, weil ich sterblich bin. Ich bin menschlich. Ihr seid unsterblich. Also jeder, der will... Was ist das? Abhauen. Was ist was? Oh, das gehört wohl mir. Glaubst du etwa, das war... Doch. Das war... Ich muss euch für kurze Zeit verlassen. Ich habe eine Kleinigkeit zu erledigen. Eine Kleinigkeit? Ich werde dich begleiten. Ich wäre verfügbar. Ich komme alleine klar. Das betrifft auch mich. Erinnerung? Na gut. Entschuldigt. Bitte macht ohne uns weiter. Was sollte das denn? Naja, sie waren sehr lange getrennt und anders als du treten die meisten Frauen nicht um sich. Sie sind gern mit anderen zusammen und lieben Wärme und Gesellschaft und sind zärtlich. Blöder Macho! Und, siehst du? Das meinte ich, genau. Keim war auf einmal so anders, als er die Münze sah. Vielleicht sammelt er welche. Wow, vielleicht fliegt es ja. Wahnsinn! Wow! So was habe ich ja noch. Ich auch nicht. Hey, können wir uns das ansehen? Was? Keine Ahnung, was denn? Der königliche Waggon? Schade, so etwas gibt es in Numara nicht. Dürfen wir? Wir bleiben auch in der Stadt. Bitte! Das könnte zu gefährlich sein. Du siehst doch überall Gefahr. Geht ruhig, Kinder. Ja, gute Idee. Als ich das erste Mal sah, wollte ich auch mitfahren. Aber drück keine Knöpfe. Das habe ich auch mal gemacht. Und bleibt in der Stadt. Keine Sorge. Komm, Max. Oh, ist das toll. Sie sind hier zum ersten Mal allein unterwegs. Sie könnten in Schwierigkeiten geraten. Ich weiß nicht, ob... Vielleicht sollte ich... Moment, was mache ich hier eigentlich? Was ist los mit mir? Ich sorge mich um ein paar Kinder. Wer hätte das gedacht? Huch. Ich steuere... Seth. Chess, Sensen, Jensen und Ming. Die beiden anderen sind weg. Also, die vier anderen sind weg. Sagen wir es mal lieber so. Ich laufe hier jetzt mal so ein bisschen rum. Okay. La la la. La la la. Keim und Sarah wissen was. Was sie uns nicht verraten. So, dann kann ich hier auch halt nochmal... umherlaufen, ne? Mittelstadtgeschäft. Na, also hier... Hier... tut sich nichts, wie es aussieht. Okay. Ah, ich schätze, wir werden es noch erfahren. Bevor ich in den Unterstadt gehe, gucke ich mich hier erst noch um. Was war hier nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Das Hotel. Hotel Krone. Ich glaube, nach Süden gehe ich nicht raus. Wir sind hier falsch. Der Palast ist da, wo wir vorhin waren. Ja, aber da durften wir ja nicht lang. Wir durften ja nur mit Bürgerausweis weiter. Ich
kann ja nochmal reingehen, mal gucken, ob sich da irgendwas tut. Ich finde das übrigens voll gefährlich, die beiden Kinder frei in der Stadt rumlaufen zu lassen. Die werden doch bestimmt gefangen genommen und als Geiseln genutzt und irgendwie so. Vielleicht lassen die uns ja durch. Wahrscheinlich nicht. Huch, tut hier irgendwas. Halt! Weist euch aus! Zeigt eure Bürgerausweise! Das stand nicht im Prospekt. Ich mache keine Kreuzfahrt mehr. Weißt du, von dem Kleingedruckten erzählt ja keiner was. Das ist Königin Ming von Numara. Was? Numara? Sie ist eine Königin, Mann, also reißt euch mal ein wenig zusammen. Und, davon weiß ich nichts. Wenn ihr die Königin von Numara seid, warum kommt ihr ohne Ankündigung in unser Land? Diese Leute sehen nicht wie eine Eskorte aus. Aha. Schon gut, es ist schon okay. Hey, wir reisen inkognito. Verstehst du, das heißt verdeckt? Also los, husch, husch! Seltsame Dinge geschehen in Numara. Leute verlieren ihre Kleidung und so. Ihre Majestät dachte, es wäre ihre Pflicht, der Sache selbst nachzugehen. Also sei so gut und hilf uns dabei. Übrigens, bist du ein Spion? Vorschrift ist Vorschrift. Es gibt keinen Beweis, dass sie Königin von Numara ist. Oh, ein Beweis, ja. Ich werde dir den Beweis erbringen. Selbst ein Fußsoldat wie du dürfte das Wappen des Königshauses von Numara kennen. Der leuchtende Anhänger auf der Brust der Königin. Hey, 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 was tust du denn da? Oh, hey, das geht nicht. Du bist eine Königin. Ja, endlich sind wir mal einer Meinung. Es muss einen besseren Weg geben. Oh, das ist unmöglich. Ein guter Weg. Wow. Da denkt man, man kennt sich. Das ist ja eine Überraschung. Ich bedauere aufrichtig, Eure Hoheit. Ihr seid zweifellos die Königin von Numara. Puh. Seid willkommen, tretet ein. Hab Dank. Verdächtig. Na, das war verdammt gewagt. Es war zum Wohle aller. Ja, das war gut. Der Jensen. Tja, in der Konstellation dürfen wir hier rein. Ah? Sturer Soldat Elmann. Der Verkehr um das Palastgelände ist verboten. Sicher habt ihr die Gerüchte über die Invasion Uras gehört. Also, Verkehr ist verboten, alles klar. Gut, ich handle entsprechend. Lalalala. Sanftmütige Maltia. Der König von Goza ist ein großer Mann. Er sitzt seit Jahrzehnten auf dem Thron und hat sein Land immer gelassen und mit Würde vor der Hand gelenkt. Den Bruder verehrender Leishia. Kinder sind so unschuldig, nicht? Ah, nicht fallen. Das wird deiner Mama nicht gefallen. Und dürfen wir reingehen? Der Palast liegt dort vorne, der König ist drin. Und ihr seid Ihre Majestät, die Königin von Numara, ja? Ich habe von eurer Ankunft gehört. Bitte geht weiter. Naja, gut. Ein bisschen überraschend. Jensen. Ist mir egal, ob der Typ ein König ist, aber warum mussten die diesen Palast so verdammt groß bauen? Sei still. Sieht aus, als wären wir da. Bitte, hier entlang. Hier kommt Ihre Majestät, die Königin von Numara. Goza, versammelt. Alle paar Sekunden. Was ist hier los? Barrieren. Was ist das? Wie sollen wir den König finden? Ja, wir sind ja noch nicht mal sicher, ob er da oben ist. Sieht eher wie die Putzfrau aus. Eure Majestät sind zu gnädig, mich so kurzfristig zu empfangen. Ich bin Ming, Königin von Numara.
Ich habe eine dringende Bitte. Ihr habt viele Mühen auf euch genommen, um mich zu sehen, Königin Ming. Ich hatte jedoch gedacht, euer Land zöge es vor, isoliert von seinen Nachbarn zu bleiben. Ich finde es seltsam, dass ihr unangekündigt hier seid, ohne Fanfaren, begleitet von Personen zweifelhaften Charakters. Ihr habt Grund, misstrauisch zu sein, Eure Majestät. Mein unorthodoxes Vorgehen war jedoch notwendig. Ich bitte um eure Geduld. Erlaubt mir, meine Bitte vorzutragen. Natürlich, teure Königin. Ich muss jedoch sicher sein, dass ihr seid, wer ihr zu sein vorgebt. Mir ist bewusst, dass ihr am Schlosstor bewiesen habt, dass ihr die leuchtenden Male des Königshauses von Numara tragt. In diesen Zeiten der Magie wäre es jedoch ein leichtes, diese Zeichen künstlich zu erzeugen. Was deutet ihr an, Eure Majestät? Ihr glaubt ihr nicht? Irgendwas stinkt hier gewaltig, aber ich bin's nicht. Nun gut. Im Interesse der Diplomatie werde ich erneut das Siegel meines Rangs demonstrieren. Eure Kooperation wird gewürdigt. Ich brauche jedoch mehr Beweise. Verstanden. Ich hörte, dass die Königin von Numara eine Magierin sei. Wenn das wahr ist, könnt ihr mich durch diese Barrieren erreichen? Moment mal, lass mich vorgehen. Ich bewache dich. Es ist gut, Jensen. Eure Hoheit, ich werde nun vor den Thron treten. Jetzt steuere ich sie. Und die anderen? Ich kann nicht vorher speichern, wie es aussieht. Barriere zerstören. Ich muss das schnell genug machen, was? Na, da stimmt doch was nicht. Es funktioniert nicht. Er spielt mit ihr. Eure Majestät, es ist keine Zeit für solche Spielchen. Wir müssen uns beeilen. Seltsam. Hey, was geschieht? Die Barriere sind fort. Ist es kaputt? Jemand muss etwas tun. Schnell! Klatschen in die Hände. Was ist dein Problem? Die Barrieren gingen vom Thron aus. Selbst wenn ihr König von Gotza seid, wie könnt ihr es wagen, euch so zu benehmen? Oh, bitte, bleib zurück! Ich hatte nichts damit zu tun! König von Gotza? Fragezeichen? Hi, Kante! Du bist nicht der König. Ganz und gar nicht. Die Handlung hier aufgesplittet. Ich speichere mal wieder. Blim, 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 blim. Ich habe mir irgendwie nicht gemerkt, wo der Typ lang gegangen ist, ehrlich gesagt. Ich
laufe jetzt einfach mal hier irgendwo rum. Was war denn da schon wieder dieses komische Geräusch? Ob ich den in dieser verlassenen Wohnung treffen kann? Wenn ich den mal wiederfinden sollte. Das wäre irgendwie naheliegend, oder? Da, schon wieder. Komm. Ich weiß nicht mehr, in welcher Ebene das war. Ich fang mal bei 9 an. Huch! Da ist doch gerade eine Tür, ist da gerade so und so, ne? Das war nicht diese hier, oder? Oder war es doch diese hier? Die oder die andere halt. Guck mal. Ich glaube die andere. Ich verschwinde hier. Muss auch komisch sein, wenn man in irgendeiner Kneipe oder irgendwo ist und da rennt einfach jemand so durch. Hier? Das war es auch eine Ebene tiefer. Oder höher. Oder was weiß ich. Gemischtwarenladen. Hier ist auch nichts. Falsche Ebene. Das ist das olle Gasthaus. Das ist auch nicht richtig. Nein, falsch. Gut, dass ich mich hier schon so exzellent auskenne. Ich zock noch etwas Nio. Gute Wahl. Und ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. Ich wusste es. Mars! Ich meine, Eure Majestät. Keim, Sarah, es ist so viele Jahre her. Du bist immer noch so hübsch wie früher, Sarah. Danke, und ihr seid immer noch genauso charmant, Eure Majestät. Aus welchem Grund sind wir hier? Und wozu diese Verkleidung? Nur so war es mir möglich, ein paar ruhige Momente mit euch zu verbringen. Es ist noch nicht überall bekannt, aber es heißt, ihr hättet die Königin von Umara entführt. Würdet ihr mir erklären, was los ist? Die Königin ist bei uns. Dann habt ihr sie also entführt. Sie gehört zu uns. Aber das ist eine lange Geschichte.
Gehört zu euch? Ja, noch eine Unsterbliche. So ist die Königin, die seit 1000 Jahren regieren soll, also wirklich unsterblich. Für mich gehört ihr auch zu uns. Obwohl ich nicht unsterblich bin? Nein, aber als jemand, dem diese Welt etwas bedeutet. Es ist schon seltsam, dass jemand von einer anderen Welt mir die Liebe zu meiner eigenen Welt zeigt. Ist das wirklich alles schon 50 Jahre her? Ja, eine lange Zeit. Ja. Erinnerst du dich? Nein, mein Tagebuch. Ihr wart damals erst 20, oder? Es war naiv von mir, damals einfach fortzugehen. Ich zweifelte daran, dass mein Körper und Geist den Anforderungen und der Verantwortung der Königswürde, die ich erben sollte, und der Verteidigung meines Reiches gerecht werden konnten. Und ich streifte allein durch die Welt auf der Suche nach Antworten. Das Leben bei Hofe hatte mich verwöhnt, und so war ich nicht bereit für so eine harte Reise. Vielleicht hoffte ich auf Mühsal, um mich zu testen, meine Stärke beweisen und Antworten finden zu können. Der euch fand und rettete. Keim, er ist auch hier. Ich denke, er überlebt. Du warst mit Keim verheiratet. Ich war eifersüchtig. Du warst nicht nur unsterblich, Keim. Du hattest auch noch eine Braut, die ewig schön sein würde. Aber die Erfahrung änderte euch. Und durch eure Reise fandet ihr eine Antwort. Der sieht nicht 20-jährig aus. Ihr habt euer Leben riskiert, um zu schützen, was ihr liebt. Eine bedeutende und einfache Wahrheit. Damals habt ihr sie für euch selbst entdeckt. Ich erinnere mich an deine Worte, Keim. Liebe dein Reich, wie du Sarah liebst. Ja, man fürchtet um die Dinge, die man schützen will. Es ist eine Angst, an die man sich gewöhnt. Danke. Das ist nicht das Wichtigste. Nimm das. Man muss wissen, dass nichts von Ewigkeit ist. Wissen, dass etwas, weil es endlich ist, nur umso kostbarer wird. Und es wert ist, darum zu kämpfen. Worte sind unnötig. Wichtig sind Liebe und der Wille, um das zu kämpfen, das man liebt. Dies gehört euch. Diese Worte sprach zum ersten Mal einer der alten Philosophen dieser Welt. Seine Gedanken leben weiter, auch wenn Mensch und Geschichte sich ändern. Die auf dieser Münze eingeprägten Worte sind wahr. Deshalb gab ich sie euch. Ihr solltet sie lesen, wann immer ihr nicht wusstet, was ihr tun sollt. Wahr? Ja, die Worte enthalten eine Wahrheit, nach der man leben kann. Ich habe jedoch dadurch, dass ich mich dem Wohl meines Volkes widmete, gelernt, dass es unmöglich ist, die Welt mit nichts als der Wahrheit zu regieren. Ihr habt euch verändert. Wir, die Menschen, die in dieser Welt leben, sind anders als ihr Unsterblichen. Diese Wahrheit ist das Schönste und auch das Wichtigste für Unsterbliche wie euch. Die Zeit von uns Sterblichen jedoch ist begrenzt. Ebenso sind es unsere Möglichkeiten.
Und ich habe gelernt, dass man manchmal zu harten Mitteln greifen muss, um ein hehres Ziel zu erreichen. Fakten und Realität erfordern manchmal, dass wir Schritte unternehmen, die der Wahrheit entgegenstehen. Auf solchen Gegensätzen beruht die Welt. Keim, Sarah, ich habe eine Bitte an euch, jetzt, da ihr nun Bescheid wisst über meine widersprüchliche Natur. Ich treffe bald im Geheimen mit König Tolten zusammen. Wir beraten, wie wir bei den schlechten Beziehungen zwischen unseren Ländern einen Krieg verhindern können. Wir werden unter vier Augen verhandeln, um unabhängig von den jeweiligen politischen Interessen der beiden Länder zu einem Ergebnis zu kommen. Ihr versucht, eure Ideale zu erreichen, und das trotz aller Widersprüche in euch. In etwa. Und es ist mein Wunsch, dass ihr bei dem Treffen mit Tolten dabei sein werdet. Warum? Der junge König und ich werden über die Trennung von Wahrheit, Realität und Tatsache streiten. Ich will euren Rat aus der Sicht der Unsterblichen. Und wenn wir uns nicht einigen können und es zu einem Krieg kommt, mischt euch bitte nicht ein. Ihr leidet, weil ihr euch einer Realität gegenüberstellen müsst, die unabänderlich ist. Ihr seid noch genau wie damals, als wir uns trafen. Das freut mich zu hören, Sarah. Da ist noch etwas. Wenn König Tolten eintrifft, sag ihm, dass sein Ratgeber Gongora ebenfalls unsterblich ist. Und er will mit Hilfe seiner Macht eure gesamte Welt unter seine Kontrolle bringen. Was? Denkt daran, mein alter Freund. Wenn ihr euch entscheiden müsst. Königin Ming von Numara ist bei uns. Was haltet ihr davon, wenn sie auch zu dem Treffen ginge? Außerdem müssen wir euch auch um einen Gefallen bitten. Wir müssen nach Ura. Dafür benötigen wir ein Schiff, das die Hyperströmungen durchqueren kann. Nun gut. Wir bringen die Königin mit. Wir sehen euch beim Treffen. Das läuft bestimmt nicht nach Plan. Diese kleinen Gören. Aber echt ganz spannend gemacht, ehrlich gesagt. Din, 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 din. Also, es ist ja nun so, was Nier angeht, Nier Automata oder Automata oder wie auch immer das ausgesprochen wird, hat ja tatsächlich, ist ja zurzeit im Angebot bei Twitch, ne? Bei Twitch. Quatsch. Bei Steam. 50% billiger. Hm? Ich habe erwogen, es zu kaufen. Ich bin aber nicht sicher, ob es mir gefällt. Und es kommt hinzu, dass ich ja wirklich, wirklich eigentlich genügend Spiele zu spielen habe. Ich will Nio noch richtig ausbreiten und aussuchten und durchdringen und alles, ne? Ich will Monster Hunter. Ich will Monster Hunter sehr stark noch weiterbringen, ne? Naja. Ich habe eigentlich genug. Ich habe es gerade beim Keyseller gekauft. Tut mir leid, Kante. Es tut mir sehr leid. War zumindest gestern auf. Zumindest war es gestern auf 50%. Ob es jetzt noch ist. Holst du lieber für die PS4? Okay. Also, wie gesagt, ich war schon in Versuchung.
Aber wie gesagt, nochmal wie gesagt, andererseits ist es wirklich, ich krieg's, also ich würde ihm nicht gerecht werden, glaube ich. Ich würde ihm nicht gerecht werden, weil ich möchte Nioh spielen wie so ein Bescheuerter. Und ich möchte noch, wie gesagt, Monster Hunter. Ich möchte noch andere Sachen. Ich möchte demnächst ein paar C64-Spiele zeigen. Unter anderem dieses Text-Adventure. Solche Sachen will ich machen. Und da passt es einfach nicht rein. Okay. Also ich merke mir, wenn ich das spielen will, dann PS4. Habe ich es gespeichert? Nee, ne? Sonst würde da nicht dieses Bild sein von Keim. Genau, Cook und Max. Oh, hier ist ein Laden. Oh, ihr Kinder reist ganz allein? Ich bin beeindruckt. Kann ich denn etwas für euch tun? Was hat sie denn? Sie hat Dinge. Keine Chakra-Waffe. Das ist. Ich finde es zu teuer für den kleinen. Für die kleine Verbesserung. Aber das Spiel ist gut. Gibt nicht viele Sachen zu bemängeln, bis auf Grafik-Performance. Okay. Naja, es kommt irgendwann dran. Irgendwann kommt es dran. Oh, ich bin langsam ein bisschen müde, ehrlich gesagt. Wie spät ist es denn? 2043. Na, ein bisschen mache ich noch, aber es wird keine so immens lange Session mehr heute. Lala, haben wir auch einiges geschafft hier. Kurz mal eingepennt. Hm. Ich auch beinahe. Die werden doch gleich entführt. Es geht um Nier Automata. Oder Automata, wie auch immer. Nier halt, ne? Huch! Das klingt sehr nach Missionierung und Sekte. Okay, ich dachte, man sagt jetzt, ja, ich gehe mit. Überhaupt kein Problem. Huch, eine Kiste, geil. Eine Bombe, okay. Was ist hier los? Resoluter Didan. Mein Volk trat dem Unsterblichen entgegen und bezahlte mit dem Leben dafür. Jetzt müssen wir versuchen, Kent wieder aufzubauen. Das sind Wolfsmenschen? Sehen so aus. Besorgte Wordet. Ich bin überrascht, dass es Probleme mit den magischen Zügen gibt. Werden sie wohl bald wieder fahren? Nit, 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 nit. Hm. Nüchterner Bahnhofsarbeiter Lüst. Dieser Waggon ist gesperrt. Vielen Dank für die Geduld. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wird oftmals an vielen Stellen gesagt. Und ich denke dann manchmal, ich habe gar kein Verständnis. Die bedanken sich für etwas, was ich gar nicht habe. Oder gar nicht entgegenbringe. Und dann denke ich wieder an wichtige Sachen. Oder wichtigere. Entspannter Mügend. Ich hatte gehofft, ich könnte meine freie Zeit wirklich genießen. Naja, ich mache es mir erstmal hier gemütlich. Huch, was ist hier los?
Hey, Moment mal! Ihr dürft nicht auf diesen Bahnsteig. Warum denn nicht? Ich versuch's nochmal. Hey, Moment mal, ihr dürft nicht auf diesen Bahnsteig. Vielleicht auf den... Es gibt ja noch einen. Vielleicht darf ich ja da drauf. Nee, das ist eine Kiste erstmal. Und wir finden... Laute Glocke. Hier dürfen wir drauf. Huch, es tut sich was. Ist das das Gleis, von dem aus laut der alten Dame die Aurora gesehen wurde? Ich glaube, das ist es. Aurora. Hier ist auch eine Kiste, wie schön. Runder Tanzdiskus und runder Tanzring. Das ist auf jeden Fall, der Diskus könnte was für Max sein. Ziemlich wahrscheinlich sogar. Flupp. Jo. 23 mehr. Nehmen wir sofort. Und der Ring? Der Ring, was macht der? Hebt häufig feindlichen SZ, also diese Barriere auf. Und verursacht häufig Lähmung. Ich glaube, das lasse ich mal dran. Häufig Lähmung. Ich habe so das Gefühl, vielleicht wird das ja hier relevant sein an dieser Stelle. Irgendwie. Mit Lähmung. Da ist noch jemand. Erklärender Bahnhofsarbeiter Esham. Die magischen Züge sind zurzeit außer Betrieb. Aus Sicherheitsgründen werden die Gleise inspiziert. Vielen Dank für die Geduld. Die wir nicht haben. Ruhiger Atzel? Nee, Alzel. Offenbar haben sie die Züge wegen der schweren Blitze beim Gletscher gestoppt. Es ist zu unserer Sicherheit, da kann man sich wohl kaum beschweren. Kann ich hier reingehen? Oh, hier passiert, hier tut sich was. Hey! Hier kommen wir drauf, oder? Los, lass uns eine Runde fahren! Was? Suchen wir die violette Aurora. Wenn wir sie finden, sehen wir Mama. Glaubst du die Geschichte etwa? Ja! Los, komm! Sie ist bestimmt da! Das ist Aberglaube. Man kann Menschen, die tot sind, nicht sehen. Das träumst du nur. Ich träume nicht. Denk dran, wie Mutters Blumen uns gerettet haben, nachdem Gongorga uns erledigt hatte. Sie ist bei uns. Vermisst du sie nicht auch? Wenn sie in der Aurora ist, will ich es wenigstens versuchen. Willst du Mama jetzt sehen oder nicht? Wie du willst. Du gibst ja doch keine Ruhe, oder? Oh, na gut. Ich fahre den Zug. Gut, aber eines muss klar sein. Ich bin nicht schuld, wenn es nicht klappt. Das war deine Idee, nicht meine. Ich weiß, ich weiß. Was heißt da, ich weiß? Weißt du, worauf wir uns einlassen? Okay, okay, nun hör schon auf zu weinen. Wenn wir es tun, dann jetzt. Okay. Und wie funktioniert das? Keine Ahnung, drück einfach irgendwas. Ach, vergiss es, geh aus dem Weg. Ich drück mal irgendwas, wa? Eine super Idee, mit dem Zug einfach loszufahren. Das gibt garantiert keinen Ärger.
Wer bist du denn? War also gar nicht die Putzfrau, sondern der Butler. Wo ist denn der echte König? Bitte, verzeiht mir! Tut mir nichts! Bitte! Weißt du, das ist okay. Ich habe mich auch schon für jemand anders ausgegeben. Könntest du den König für uns finden? Du Weichei! Ach. Au! Aus dem Weg! Seht ihr meine Faust, Majestät? Oh nein, bitte, bitte! Hey, ganz locker. Mit dem Mann kann man doch reden. Also ganz ruhig, nicht immer gleich treten. Danke, du bist zu gut. Ach, ich hoffe, der echte König ist nicht so ein Jammerlappen wie du. Es bringt nichts, den Mann zu verschrecken, Seth. Das weiß ich. Hm? Okay, gehen wir es mal ganz locker an. Oh ja, das klingt besser. Also, wo ist der echte König? Ja, geht zum Bahnhof. Dort trifft sich unser König mit dem König von Ura in einem Zug. Aber das soll niemand wissen. Hey, danke. Du warst eine große Hilfe. Das Geld hole ich mir woanders wieder. Wir sind ein echt gutes Team, selbst wenn es viel Geld gekostet hat. Ja, mein Geld. Was? Ach, Ming, es ist so. Seth hat die Piratennummer gespielt, um ihm Angst zu machen. Dann habe ich ihn eingelullt. Du weißt schon, ich war der Gute, sie die Böse. Die einfachste Technik, um Leute auszuquetschen. Wir hätten auch seine Familie töten können, aber sowas dauert immer. Oh, das war alles geplant. Ja, irgendwie schon. Es war ein mieser Trick. Aber auf der Straße gelten halt andere Regeln. Das ist auch für mich nichts Neues. Als Königin habe ich weit schlimmere Dinge gesehen. Was mich aber wirklich überrascht hat, ist diese plötzliche Harmonie zwischen euch beiden. Was? Sag bloß nicht, du bist eifersüchtig. Eifersüchtig? Oh, ich und die Piratenbraut. Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Seth, na, sollen wir zum Bahnhof gehen? Wir kommen nicht rein, oder? Mist. Wir hätten uns von dem falschen König eine Erlaubnis holen sollen, als wir bei ihm waren. Ich glaube nicht, dass er das gedurft hätte. Schließlich war er ein Schwindler. Uns wird sicher etwas einfallen. Einfach reingehen. Es bringt nichts, nochmal mit diesem Schwindler zu reden. Lasst uns zum Bahnhof gehen, schnell. Nun gut. Ich hoffe, die kommen alle unverletzt wieder zusammen. Ich würde vermuten, dass die Kinder aber tatsächlich den Geist ihrer Mutter sehen werden. Oder zumindest etwas, was das so aussehen lässt, vermuten lässt. Vielleicht rettet er sie sogar oder sowas. Das ist so meine Vermutung. Wo wollte ich hin? Bahnhof. Wo war der nochmal? Hier, glaube ich. Nee. Doch. Oder? Weiß ich nicht. Ich glaube ja. Ja. Doch mal richtig getippt. Verzeihung. Habt ihr einen Bürgerausweis von Goza? Sicher nicht. Ich hab doch gesagt, wir kommen nicht rein. Was machen wir? Oh, schau mal da. Immerhin, die sind schon mal wieder zusammen. Hey Leute, was macht ihr denn hier? Wir haben gesucht. Wir haben dich gesucht. Mich? Na los. Oh, jetzt kommen wir rein. Wieso das? Keine Sorge, es ist für alles gesorgt. Okay. Mim. So, aber ich mache jetzt mal Folgendes.
Ich speichere jetzt hier. Und an der Stelle machen wir nächstes Mal weiter, würde ich sagen. Das passt mir jetzt gerade ganz gut. Ich wollte nämlich jetzt nämlich nicht mehr auf eine lange Sequenz einlassen. Um die Uhrzeit. Ist ja jetzt ungefähr die Zeit, zu der ich sowieso meistens meine Streams innerhalb der Woche beende. Und dementsprechend werde ich mich jetzt hier auch aus dem Spiel zurückziehen. Jetzt beenden. Ne? Das war ja gemütlich. Vielen Dank. Das war nett. Es ist so, morgen habe ich wie so üblich keine Zeit zum Streamen. Keine Gelegenheit, keine Zeit. Es wird vielleicht wieder am Mittwoch unter Umständen dazu führen, dass ich streamen kann. Und dann würde es, also wenn es klappt, und ich vermute, dass es klappen wird, dann entweder Monster Hunter oder Neo. Wo ich dann in dem Moment halt gerade am meisten Bock drauf habe. Momentan tendiere ich eher so ein bisschen zu Neo. Kann aber sein, dass sich das noch ändert. Ne? So. Je nachdem, wie ich morgens aufstehe oder wie der Tag verlaufen ist oder so. Ne? Ich stoppe die Aufnahme.